Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Odyssey 579 von Kalim in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Odyssey 579 von Kalim, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Kalim. Die Box dazu habe ich euch ja bereits gezeigt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und hier einmal aufschneiden. So, wir haben hier eine weiße Vinyl, ein Gatefold hier zum Aufklappen. Das Cover sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier so ein Split-Cover aus vielen, vielen einzelnen Bildern, Schwarz-Weiß-Bildern. Hier oben lesen wir einmal AON Records, also Kalim ja bei Alles oder Nichts Records unter Vertrag. Dann haben wir hier unten den Interpreten plus den Albumtitel, die 579 für Hamburg-Billstedt. Da kommt der gute Mann her, genau, hier haben wir auch eine Tafel. Und ansonsten haben wir hier Kalim in diversen Lebenslagen festgehalten. Jawohl. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Komplett weiß. Hier ist kein Schriftzug oder irgendwas. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Stiegenaufgang. Auch wieder in Schwarz-Weiß. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier A- und B-Seite. Also wir haben hier eine Vinyl, keine Doppelvinyl. Das ist eine einzelne Vinyl. Und wir haben hier auf diesem Album 12 Tracks mit insgesamt 4 Features. Hier unten haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Etwas überraschend für mich, denn trotz Gatefold haben wir hier nur eine Vinyl. Und zwar ist das so gestaltet, dass man hier die linke Seite einfach zugemacht hat. Und rechts befindet sich dann die Vinyl. Also sehr ungewöhnlich, wie man das hier gelöst hat. So, hier haben wir einmal die Tracklist. Nochmal auf Seite A und Seite B aufgeteilt. Plus wir haben hier wirklich pro Track eine Zeile, eine Line, die hier wirklich so symbolisch für den Track steht. Okay, schöne Sache. Und auf der rechten Seite nochmal die Tracklist inklusive Features und Produzenten. Also wir haben hier auf diesem Album Features von Trettmann, Xatar, Sio und Chefkit. Wie gesagt, 4 Features auf 6 auf 12 Tracks verteilt. Dann haben wir hier noch die Infos, die Credits und Social Media. Okay, dann schauen wir mal hinein. Hier auf der rechten Seite die Tasche, in der sich die Vinyl befindet, die ich gerade irgendwie nicht rausbekomme. So, aber jetzt einmal haben wir hier noch was. Jawohl, wir haben hier noch die CD. Wunderbar. So, die Vinyl schauen wir uns als erstes an. Die kommt hier in einer weißen Hülle, so sieht das aus, weiße Papierhülle, und dann haben wir hier die Vinyl in Schwarz. Schwarz und Weiß hier auch in der Mitte, hier haben wir nochmal die einzelnen Tracks, also auf der A-Seite 6 Tracks und auf der B-Seite dann die restlichen 6 Tracks. So sieht das aus. Gut, dann packen wir die Vinyl wieder zurück in die Hülle und wenn es funktioniert. Und damit nicht genug, wir haben auch noch das Album hier mit dabei auf CD. Also hier in einer Papphülle separat nochmal das Album auf CD. Schöne Sache, dann ist man nicht zwangsweise auf den Plattenspieler angewiesen. So sieht das aus. Auch hier die CD in Schwarz und Weiß. Wie gesagt, Papphülle. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte CD mit den 12 Tracks, sowie natürlich auch die Vinyl hier mit A- und B-Seite. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Odyssey 579 von Kalim. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl?
schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalim unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.